Hey meine Freunde, willkommen hier zu Rise, Son of Rome. Unsere Reihen wurden durchbrochen. Plünderer durchstreifen die ganze Stadt. Alles klar, Chef. Wie kann ich mit dir reden? Nee, okay. Dann hauen wir einfach ab. Wir müssen dabei wahrscheinlich Leute... Oh Gott. So, stirb einfach. Tschüss mit deinem Arm und tschüss mit deiner Kehle. So, und jetzt stirb. Kurzer Prozess mit diesen Spackos. Vierte Kohorte. Ja, Herr. Jawohl. Das sind immer geile Momente in dem Spiel. Ich finde, das macht richtig Bock hier, unsere Leute hier so zu kommandieren, zu führen. Okay, also entweder nach rechts, deine Legionäre werden die Lücke zur Rechten füllen und den Durchbruch der Barbaren verhindern. Die Position kann nicht durch Bogenschützen unterstützt werden. Sehr kampfstark, wenn Unterstützung durch Skorpio-Beschuss besteht. Deine Legionäre verteilen die linke Flanke, während du dich um die rechte... Zu diesem Zweck steht ein Skorpio zur Unterstützung bereit. Und wenn wir hier stehen... haben wir keine Bogenschützen. Dann nehmen wir lieber die Seite. Ah, okay. Bogenschützen können die linke Flanke unterstützen. Kampfstark, wenn Legionäre die linke Flanke halten. Was haben wir hier? Sie können mich unterstützen. Aha. Ne, dann hauen wir sie lieber hier rüber. Schützen! Hinter mich! Gebt Rückendeckung! Oh je. Leck mich. Gut, das läuft ja wie geschmiert. Och nö. Ach nee. So, machen wir einfach diesen hier. Gute Nacht. Den hau auch so weg. Yeah.
Sehr mutig. Nur jetzt hat er eben keinen Arm mehr. So, kurzer Prozess machen wir hier mit dem Typ. Zack. Gut, ihn haben wir ganz locker weg. Ah. Knallhart. Dadurch, dass wir jetzt diesen Fokus-Boost anhaben und einfach 6 Blöcke haben für Fokus, sind wir sowas von übermächtig in diesem Fokus-Modus. Deswegen geht das hier alles ganz locker, dieses Geschnetzle. Fuck. Marius, Sohn Roms, erhebe dich. Es ist noch Zeit. Dein Schicksal erwartet dich. Sieh dich um. Wie soll ich den Fall Roms verhindern? Alles ist verloren. Verschwende deine Zeit nicht mit den Blütenblättern. Schneid den Kopf ab. General, wir können Sie nicht mehr lange aufhalten. Boudica. Herr, ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch... Die Gunst der Götter ist versiegt. Wir müssen... Zurückfallen? Fliehen? Hast du für diese Worte deinen Posten verlassen? Deine Männer verlassen. Wir wurden von den Göttern herbeigerufen. Und du willst fliehen. Ich sollte dich umbringen. Du bringst Unehre über deine Männer. Du bringst Unehre über mich. Du bringst Unehre über Rom! Ich schwöre dir, Centurio, dass Rom nicht fallen wird. Nicht heute. Heute kämpfen wir. Beordere die Reste der 6. Legion zur Unterstützung der Westflanke. Ziehe die 5. aus der Altstadt dazu. Ich werde die Reste der 14. suchen und den Feind direkt vor dem Palast angreifen. Los! Verstanden. Die Frontlinie wird halten. Und wenn ich selbst dafür sorge... Gut.
zum Flussufer. Dann mal los. Hier lang, General. Boudicas Truppen haben das Forum überrannt. Wie lauten eure Befehle? Wir durchbrechen Boudicas Leibwache und töten sie. Oh je, ich höre sie schon. So, die zwei hätten wir im Doppelpack, dann haben wir den noch weg. Dann passt das. Komm. Bam. Komm doch. Tschüss Arm. Tschüss Kopf. Mach das Tor auf! Kommt ihr nach, Herr? Geh mir aus dem Weg! Auxiliarschützen der 19. Herr! Ups! Folge mir! Ja, Herr! Da unten! Unterstützt sie! Bin ich hier überhaupt richtig? Salve, abfeuern! Ach, von hier bin ich gekommen, okay. Dann feuert mal weiter eure Salven ab. Salve, abfeuern! Gut. Los, Männer! Ausrücken! Hey, soll ich dir folgen? Wieso kann ich euch nicht folgen? Toll. Toll. Vielleicht muss ich den anderen folgen. Boudica, auf dem Elefanten! Sie versucht die Palastverteidigung zu durchbrechen. Scheiße. Wie sieht's mit der Artillerie aus? Da oben auf der Anhöhe steht ein Scorpio, Herr. Oh. Oh. Alter, Hilfe. Feuer. Okay, der eckt mich am Arsch. Wie viel sind denn das?
So. Jetzt machen das die Viech fertig. So, wir töten sie aber nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.